willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal auf einem alten Kasernengelände unterwegs. Und unterwegs sind wir mit Bunker Cat TV, zeige ich euch nachher, und Go Outside. Beide YouTube-Kanal, Bunker Cat TV, und beide auch auf Instagram vertreten. Schaut gerne mal vorbei bei denen. Willst du vielleicht auch was sagen, Marco? Nein, danke. Du hast alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Es ist alles gesagt, also werden wir euch jetzt mal die Location zeigen. Los geht's! So, wie gesagt, ein altes Kasernengelände. Natürlich von den Russen, von wem auch sonst. Was war das, ein Friseur? Nein. Ey, schaut euch an. Guckt mal den Fernseher, cool, oder? Hier saßen sie und vom Fernsehen geguckt. Richtig cool. Da ist die Katze. Guck mal. In der Luke haben sie vermutlich die Dokumente kontrolliert. Also durch die Luke. Ja, ja. Heinchen. Hey. Den Schlagbaum hier sehen. Passport, please. Das war das Russisch, Marco? Drr, drr, drr. Nein. Das war türkisch. Okay. Ja. Oder wir sind die Russen-Experten. Ich hatte auch schon Russisch in der Schule. Ja, glasnost. Frag mich, wie ich da durchgekommen bin. Ach hey. Bunkerkette. Also wir können auf jeden Fall doch besser Russisch als Bunkerkette. Ja, ja. Weil ich hatte nämlich keine 6. Ich hatte immer so eine 3. Wir hatten ja kein Russisch. Deutschprüfung, das ist ein bisschen unfair mir gegenüber, weil hier auf Deutsch und Englisch beide Fremdsprachen, also braucht ich eine Muttersprache. Oh, warum sind immer bei Lost Places Dornhecken? Das ist doch nicht normal. So, weiter geht's. Mal gucken, wo wir hier jetzt gelandet sind. Alter Fernsehen wieder. Okay, okay. Gucken, was hier drüben ist. 220 Volt. Yay. So. Gut, ich muss ein Video machen. Warum? Gut, da hört sich an. Alter Fernseher. So richtig alt, dass man das doch nicht von mir als Fernseher erkennt. Ja, krass. Das hier staubt. Salut, also Vereinigung. Und das wird vermutlich von Sowjetstaaten gewesen sein. Die alte UdSSR-Karte. So was hatte ich bei mir im Kinderzimmer auch noch zu hängen gehabt. Echt? Mhm. Hallo. Hallo. Wollen wir den Scheinwerfer an die Sicht? Danke. Ja. Da hast du wenigstens was von. Ja, Sonnenbrand. Marco. Ja? Auto. Ja. Geile Scheiße, richtig gut. Was machen Sie gerade, ein Video? Nein, ein Foto von diesem herrlichen Strukturglas. Details. Ja, Details, Details, Details. Ich habe eine Umfrage gemacht, hat keiner so geantwortet. Schaut gerne bei Mr. M. Urbex auf der Instagram-Seite, da seht ihr Detailaufnahmen über Detailaufnahmen. Vom Feinsten. So, ich bin Ich bin jetzt endlich mal legal unterwegs. Das ist ein legaler Lost Place tatsächlich, weil das ist eine normale Zufahrtsstraße, das ist kein Privatgelände. Das ist nicht befriedet, das Gelände. Okay. Und wir stehen noch so betreten verboten. Richtig, noch nicht. Noch nicht, ne. Ich habe auf jeden Fall meine Sicherheit. Unten war definitiv. Damit ich nochmal manchmal ein bisschen was. Geht los! Und heute Abend weint er wieder rum. Was er für einen Muskelkater hat. So. Kommt mit ins nächste Gebäude. Mal gucken, was man hier zu entdecken hat. Och, ich sehe schon. Was siehst du denn? Viele Sachen. Viele Sachen. Er sieht schon viele Sachen. Los, kommt mit.
Tür ist schon cool. Guckt euch das an, ist das nicht cool? Ja. Passierschein bitte. Okay. Passierschein 36. Okay, ist glücklich. Und deiner? Passierschein 69. Ich hab die Kalaschnikow noch da. Welche Kalaschnikow? Ich hab nichts gesagt. Hä? Gib mir jemand zu Chris. Gucken. Das sind hier doch bestimmt die Bäder, oder? Nee. Ach, hier waren bestimmt mal irgendwelche Fotos drin. Hier waren die Bilder drin von Mitarbeitern. Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter des Monats, ja. Okay. Hä? Warum sind die Gitter oder Fenster? Von 87. 15. Oktober 87, 15. bestimmt Oktober, oder? Ja, wenn nicht, Kommentare könnt ihr gerne hinterlassen. Genau. Wenn ihr was, wenn ihr Fragen habt, was wissen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare. Genau. Wir sind für jeden Kommentar dankbar, auch für jede Kritik. Ja. So, jetzt werden wir mal gucken, warum die so geschrien haben hier. Wo sind sie drin? Hier? Okay, gehen wir mal hier weiter und gucken uns das Gebäude mal weiter an, oder? Ach, hier war das der Eingangsbereich. Auch sehr cool. So. So, dann werden wir auch mal rausgehen. Und. Aber welche Treppe? Ach, da. So, da gehen wir jetzt hoch. Ich kann das so ja auch mal rausschneiden. Weiter geht's. Hallo? Ist hier ein Geist zufällig? Ist hier ein Geist? Da ist er. Ein Raum mit einem Podest. Das könnte vielleicht auch ein Schulungsraum gewesen sein. Aber wissen tue ich es nicht. Oh ja, du bist geschafft da. Ja, Marco, nicht, dass wir hier einbrechen. Das ist auch immer interessant, diese ganzen Klamotten, die überall noch liegen und so. Hose, Hemd wahrscheinlich, Oberhemd. Kopfkissen, gefüllten Rubel. So, hier ist noch so ein Bett. Hier sind wir jetzt unterm Dachstuhl anscheinend. Waffenkammer. 1955. Daten. Ende des Zweiten Weltkriegs, meinst du? Genau. Die Nazis stark ausgebreitet haben, deswegen die haben ja alle besessen, was irgendwie Nazis gehört hat und damit hier nicht nochmal gleich irgendetwas ausbricht. Ein Körper macht nur noch. Oh. Oh. Drin im Keller. Da hat man auch sofort die Seelen, wer rein und raus. Ja, ja. Jetzt geht's runter in den Keller. Jetzt waren wir ja oben im Dach. Jetzt gehen wir in den Keller. Da bin ich ja auch mal gespannt. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ja, ging jetzt ab. Jetzt geht's down. Komm. Ja, ja.
Ja, ja. Ich möchte das nicht. Leben am Limit. Leben am Limit. Einfach laufen, ohne zu gucken. Nein, bitte guckt immer über die Straße. Unter mir die Puppen? Ja, so. Wo denn? Oh. Spielt mit mir. Los. Ich habe keine Beine mehr. Aber spielt mit mir. Ich heiße Maria und möchte mit dir spielen und deine Freundin sein. Granate. Ach, hier waren Granaten drin, oder wie? Genau, hier sieht man noch richtig abgekommen. Ja. Wie die ausgesehen haben. PSO und PTS, keine Ahnung, was das ist. Und waren Granaten drin? Hier unten. Interessant. Boah, guckt euch mal die Tür an. Schloss? Das Schloss? Wahnsinn. Oh, das ist wirklich so ein richtig altes Ding. Ja. So eine Luftschutztür. Wahrscheinlich. Ja. Wir sind auch noch irgendwelche. Au. Oh. Hier, guck mal, Fenster. Und hier, wenn man es zugemacht hat, komplett zu. Echt voll cool, oder? Interessant. Ich meine, das ist alles, das ist ja gar kein... Ich denke mal, hier konnte schon über uns das Haus zusammenfallen, aber das hätte, wäre stehen geblieben, ne? Das wäre stehen geblieben. Das hier mal alles abgeladen, das ist auch cool. Auf den ersten Blick, das ist eine Herdplatte, ist es aber nicht. Was haben wir hier? Art Küche vielleicht. Die ganzen Fliesen natürlich bemalt. Die Decke. Der Kühlraum ist cool. Ach, hier. Stimmt, Kühlkammer, naja, für Lebensmittel. Naja, ja, klar. Bei hier, guck mal, mit dem. Ja, ne? Gleich? Naja. Und die Tür hier? Das ist so eine typische Kühlkammertür. Ja. Guck mal hier, was hier steht. Ja, und? Das ist der Hauptplatz hier, wo die Tiere schlafen durch Bahnen. Stimmt. Was? Wie im Kampfes. Ja, mit dem Schweinefuß. Nein, ja. Guck mal. Keine Chance. Ah! Das war schrecklich. Was hier noch so ist. Hier ist auf jeden Fall ein Ofen gewesen. Irgendwie sieht der jedenfalls so aus. Ja, ich könnte mal sagen, wenn da ein Rückfahrt hier ist. Also was in der Anzeige. Auf Wiedersehen. Ich habe doch Beine. Die andere Frau neben mir. Meine Mama. Hat leider keinen Oberkörper mehr. Aber ich mag euch trotzdem. Tschüss. Weiter geht's. Wir haben das nächste Haus entdeckt. Und mal gucken, was sich hier drin verbirgt. Kommt mal mit. Kommt mit. Kommt. Das Fenster sieht schon cool aus. Vor allem dieser Anbau, der untergebracht ist. Ja. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich war das hier nicht wieder. Ja, oder? Tja, was wird das gewesen sein? Also da sind so Haken an der Tür, Garderobe. Ja, ne? Das könnte auch ein Theater gewesen sein, so ein kleiner Vorführraum oder so. Boah, der Boden ist eigentlich rot, voll krass.
Ja, so wie in so alten Wohnung, was? So alte Wohnung. Ja, ich bin stolz auf dir. Jetzt gehen wir ins nächste Gebäude rein. Mal gucken, was uns da so erwartet. Machst du ganz gut, Marco. Oh, ja, vor allem jetzt ich mit meinen kleinen Beinchen. Ein Abo verdient. So, jetzt. Brauchst du welche, Heidi? Ich komme da nicht mit meinem Fuß runter. Na klar kommst du, wenn ich da runterkomme, kommst du auch runter. Zack ich jetzt. Jalla. Ich hab gehüpft, ich bin gehüpft, Heidi. Ah, kick mal. Body Spice. Body Spice. Und rein geht's hier. Oh, Marco. Marco hat schon wieder ein Eissappen gefunden. Ich werde so peinlich, aber ich werde ihn ja mal aufsetzen, ne? Aber. Nein. Nee. Marco, hier, 10 Euro, wenn du den aufsetzt. Guck dir diese Tapete an. Ey, nein, aber wir wetten nicht. Einfach nur so. Nein. Marco, bist du immer noch bei meinem Ticket? Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir in der Küche, oder? 25 Euro. Ich kann dir so viel Geld für die Nummer machen. Ich hätte ja 4 Stück, um die Nummer nicht zu machen. Schoko, Schoko, Schokomilch. Oh. Ja, krass. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Auch die Tapete ist fancy. Sehr, das ist ja auch die Küche. Mit Zwiebeln und kleinen Möhrchen und weiß nicht, Knoblauch, Trauben, was auch immer. Das sind noch, nee, das ist Knoblauch, oder? Ganz schlimm zu erbrechen. Die auch noch probieren, welche da ist? Auf der Rückseite? Nee, ist nur eine weiße Flagge. Hauptsache, sie hat die Handschuhe an und ich fasse es an. Ja. Kein kleiner Arm von hier. Nein. Waren wir hier vorhin schon? Ja. Ach ja, sind einmal rumgelaufen. Gibt's auch gleich weiter. Wir haben jetzt dieses Gebäude verlassen und gehen jetzt in diese schöne Hütte. Freust du dich schon? Ja. Natürlich. Detailaufnahme. Ah je, jetzt wird die Ton. Gut, Heidi, muss ich auch noch wieder durchrennen. Achso. Das ist aber nicht original gewesen. Das ist alles original hier. Ja klar, der olle Spielschrank hier oder was. Du hast die Gegend verpasst. Viel Glück, Heidi. Viel Glück. Toll, toll, toll. Leben am Limit. Leben am Limit. Guckt es euch an. Voll schön. Hier stand bestimmt mal ein Ofen. Mit Sicherheit. Und da ging der Schacht nach draußen, dass es da auch ab der Rauch, der Qualm abgehen kann. Hier war bestimmt ein Ofen, oder? Was meint ihr? Nächster Raum. Wieder diese alten Zeitungen immer unter den Tapeten, ne? So lange steht das hier schon. Gucken, was wir hier haben. Hier steht auch wieder was Russisches. Aber mein Russisch ist echt nicht so gut. Nicht so gut. Oh, wenn man nur die anderen nicht hört, hat man echt immer Schiss, dass man gleich wieder erschreckt wird.
Pfosten, für die Pfosten. Ach, ja. Du siehst so schwanger aus. Oh mein Gott. Bin ich doch hoch. Ach hier, die typische russische Stehtoilette. Wer kennt sie nicht? Was Becken. Hast du wieder was entdeckt? Ja, der Gang ist gut. Der Gang ist gut, ne? Mit dem Peeling hier. Mit dem Peeling, ja. Guck mal. Boah, das ist das, was ich mag, oder? Das kommt gut, ja. Das kommt wirklich immer gut. Jetzt haben wir das nächste Gebäude erreicht. Ist das wohl wahr? Hier auch. Hier ist noch so ein cooles Bild. Schon cool, oder? Was meint ihr? Das nächste Bild. Sehr, sehr gut. Hier die Schränke noch. Sind das Schränke? Nee. Kleiner Haken. Toll. Was sagst du zu diesem Lost Place? Also bis jetzt sehr gut. Sehr gut? Ja. Sehr gut. Macht echt Spaß. Also weiter geht's. So, jetzt haben wir hier aber mal einen Ofen. Ne? Nicht so schlecht. Hast du mal das, ne? Den Ofen, oh, hm? Ja, der Hexe. Hier gibt es bestimmt gute Pilze. Ja, auf jeden Fall. Was war das hier? Tankstelle. Tankstelle, dachte ich mir schon, aber... Ziemlich sicher. War ich mir nicht sicher. Ja, man riecht es aber auch. Ja. Deswegen kauft doch keiner so ein Grundstück. Nee. Weil man erst 7 Meter Erde abfangen muss. Und einfach gleich in den Keller fliegen. Oh, vorsichtig, die Stufe ist ganz komisch hier. Die? Ja. Da war keine Stufe komisch. Ja. Hast du mir einen Tütlinge gefunden? Ja. Optimal genutzt, jeden kleinen Raum optimal genutzt. Werkstatt oder irgendwas. Wie die Tankstelle hier, Unterhaltsraum hier. So, kommt hier der nächste Keller und es wird mir mindestens einmal auf den Kopf tropfen. Nicht hinrutschen, Marco. Hier rutscht man richtig hin. Oh, jetzt, oh Gott. Marco, hast du oben hier diesen Rinnen? Kannst du hingucken? Du hast die Luke offen. Da oben. Die ganzen. Oh. Oh, Entschuldigung. Ach, guck mal hier, das ist das, was wir vorhin draußen gesehen haben, wo wir nicht reingehen sollten. Das wird irgendeine Luke sein für Kohle oder so. Ne? Da, wo die dann Kohle hier reingeschüttet haben, bestimmt. Oh, die Lampe, Leute, guckt mal. Mega geil. Das ist doch fetzig. Oder? Oder? Das ist doch mega cool. Sieht doch kuschelig aus. Na, möchtest du es anpassen? Ah, sieht da aus, als ob da gleich 100.000 Spinnen rausspringen. Und dann so eine fetten Kellerspinnen. Ich kann mir vorstellen, wie schön es hier im Sommer ist, wenn alles richtig gut gekocht ist und dann kommen hier die LKWs runter, ballert von dem Gelände. Hm. Alles staubt sich. Okay. So, das war's dann mit diesem Gelände. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Daumen hoch. Daumen hoch. Ein und? Abo wäre auch nicht schlecht. Aktiviert die Glocke. Genau. Und abonniert den Kanal. Yay! Und unten immer in die Info gucken. Da steht noch mehr drin von dem Bild.
Ja. Ne? Wenn ich jetzt das schaffe, dann ja. Oh okay. Tschüss.